Hallo, meine Lieben! Habt ihr hoffentlich was zum Schreiben dabei? Euer schönes Erfolgsbuch, Dankbarkeit und Erfolgsbuch, wo ihr eure Impressionen und eure Gedanken da reinschreibt und eure Dankbarkeit hier reinschreibt. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Meeting. Das Thema, schreibt bitte auf euer Blatt oben drauf. Das Mindset ist das Fitnessstudio für deine Persönlichkeit. Mein Mindset ist das Fitnessstudio für meine Persönlichkeit. Bitte reinschreiben oben drüber, ne? Weil das unser Thema heute ist. Mein Mindset ist das Fitnessstudio für meine Persönlichkeit. Und Fitnessstudio bedeutet, ich muss das Mindset auch trainieren. Ich muss das Mindset wirklich trainieren. Training, Training, Training. Schreibt bitte drunter. Ich muss das Mindset auch trainieren. So. Ihr müsst euch es so vorstellen. Ich mache es gerne bildlich. Stellt euch einen Bergsteiger vor. Und ich bin jetzt ein Bergsteiger, ne? Ich muss mich als Sprecher reinnehmen. So. Okay, stell ich einen Berg vor und malt mal so einen Berg, malt mal so einen Berg, irgend so einen Berg, malt mal so einen Berg, so einen Berg oder so ein Bergmassiv, malt mal so einer, ne? Und malt mal auf dem Berg oben drauf so ein Strichmännchen, das bin ich. Und jetzt meldet auf dem Strichmännchen ein Seil runter. Und jetzt habt ihr auf dem Berg ganz unten, wenn ihr den Berg habt, ganz oben und dann ganz unten, macht ihr verschiedene Etappen rein. Und das Seil hängt ja runter, ne? Und so müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn du jetzt Bergsteiger bist und bist untrainiert, dann kommst du nicht weit. Dann kommst du vielleicht die erste Stufe hoch. Junior Manager, Manager. Schaffst vielleicht, ne? Und dann brichst du zusammen, weil du einfach keine Muckis mehr hast. Und noch Metapher noch. Ich habe quasi alles durchlaufen, bis hoch, bis an die Spitze jetzt, ne? Und ich habe ein Seil hinterlegt und ich habe auch meine Fußstapfen. Also da, wo ich quasi reingegangen bin, ich habe überall auch abgesichert mit so Haken. Ich habe quasi den ganzen Weg nach oben hin, habe ich echt abgesichert. Ist echt alles abgesichert. Seil ist da, es ist sicher. Ich habe die Haken drin, die sind auch alle sicher. Ich habe echt Fußstapfen hinterlassen. Also alles ist dran. Du, die einzigste Aufgabe ist quasi, jetzt quasi von unten nach oben zu kommen und mir folgen. Was es nicht gibt, ich kann dir nicht helfen im Sinne von, dass ich dir so, also dass ich es da anfange, da, das geht nicht. Dafür habe ich nicht die Kraft dafür. Das geht auch gar nicht. Sondern ich habe das Seil runtergelassen, ich habe die Fußstapfen hinterlassen, ich habe die Haken da überall reingemacht. Ja, und das ist jetzt quasi, musst du los, ne? Und was brauchst du für einen Bergsteiger? Du brauchst deine Ausrüstung. Also mit so Badlatsche kannst du hoch. Du brauchst die Ausrüstung. Was ist die Ausrüstung in Metapher gesehen bei uns? Natürlich die Lehrprodukte, ne? Dass du Lehrprodukte wirklich zu 100% drauf hast. Das ist quasi, schreib auf, 10% Fachwissen. Das ist vonnöten. Das ist deine Ausrüstung. Die ist sehr wichtig. Das sind die 10%. Das ist das Wichtigste. Also ganz wichtig sind die 10%, also die wirklich drauf hast. Was muss man jetzt drauf haben bei den 10%? Du musst die Produkte schon mal 100% auch benutzen. Das musst du echt aufschreiben. Also zu den 10% gehört einmal, dass ich Produkte richtig benutze zu Hause. Dass ich wirklich lebe die Produkte. Liebe und leben lerne. Also, dass du einfach Pigments kriegst,
wenn jemand bei dir in deinem Haus eine andere Zahncreme wie LR-Produkt benutzt. Versteht ihr? Da muss einfach bei dir so ein Alarmglocke angehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin LR, ich lebe LR, also habe ich auch LR-Produkte, wo ich benutze, verschenke und beim Haus, in meinem Haushalt benutzt werden. Das ist einfach so, das ist mein Unternehmen. Also wird nur LR-Produkte benutzt. Dann, was musst du denn als Fachwissen von LR noch wissen? Du musst wissen, wie der Darm funktioniert. Darm und Stoffwechsel und auch die Produkte dazu. Das musst du im FF können. Darm und Stoffwechsel erklären. Und die Produkte dazu. Dann Immunsystem. Musst du wissen, die Produkte dazu, warum sie funktionieren. Dann Beauty-System, dass du weißt, wie der Zeitgen 1 funktioniert, wie man, warum Aloe Vera Emergency benutzt, ne? Und dann die Aloe Vera Pflegelinie benutzt. Und Beauty 5 in 1 Shot oder der Man Shot, dass du es einfach erklären kannst, dieses Beauty-System. Ne? Die Starbucks musst du erklären können. Das ist schwer. Wie man bei der einschreibt, also wie man starten kann als Kunde-Business oder Profi-Business, das musst du auch können. Wie man ein Abo ausfüllt, also wie man 6 Monats Gesundheitskur jemandem erklärt, also die Mehrwert erklärt und dann halt auch, wie man den Abo-Schein halt ausfüllt. Ne? Ja, das sind so grob die 10%, die du einfach drauf haben musst bei den Produkten. Ne? Ich habe so einen Kanal gemacht. Wo ich so das Wissen halt da drin gespeichert habe. Der Kanal kann ich euch, müsste, jeder Organer hat den Kanal-Link. Den könnt ihr euer Organer fragen. Also nicht anfragen, sondern fragt euer Organer. Und wenn der es nicht weiß, dann scheißt ihn zusammen. Dass er es nicht weiß. Und meldet es bei mir sofort an Schiss passieren. Weil das gehört zur Grundausstattung. Außer der Organer hat einen eigenen Kanal entworfen, wo das auch drin ist. Das ist auch gut. Ne? Wichtig ist, es gibt einen Infokanal, den habe ich halt gemacht. Wo ihr quasi einen Telegram-Kanal, wo ihr das ganze Fachwissen euch runterladen könnt. Also da muss ich euch nachts um 3 wecken, das müsst ihr drauf haben. Metapher verstanden? Das ist eure Ausstattung zum Bergsteigen. So, und jetzt müsst ihr euch auch trainieren. Und ich bin ja sehr weit oben. Also ich bin schon Mount Everest in der Gegend. Also ich bin schon im Himalaya. Also es sind keine Tausende, wo ich drauf bin. Meine Berge sind schon groß. Also ich bin schon bei den 8000 angelangt. Ne? Wenn ihr da, und jetzt bin ich da oben und oben ist voll geil. Also da oben ist wirklich Freiheit pur. Du siehst über die ganzen Berge hinweg, du bist echt an der Spitze angelangt. Boah, was für eine Luft, und es war da mega geil. So, jetzt bin ich da oben und habe alles entlassen und denke mir manchmal, sage mal, jetzt kommt doch mal hoch, voll ist geil da oben. Und manchmal komme ich runter zu euch bei Seminare, Live-Seminare. Machen wir euch Party und dann grabst du hier nach oben und denk mir, warum kommt denn doch keiner mit? Sage mal. Ne? Und ich werfe euch Bilder runter. Ich erzähle, wo ich bin, wie ich lebe und so weiter und mache irgendwie ganz viel, damit ihr irgendwie Geschmack kommt. Und jetzt wanderst du auch los und irgendwie kommst du nicht weiter. Warum? Weil du nicht trainiert bist. Weil es anstrengend ist. Weil du Selbstzweifel bekommst. Schreib auf, du bist nicht trainiert. Du bekommst Selbstzweifel. Du bekommst auch Ängste, weil es wird ja hoch. Ich könnte ja abstürzen. Ne? Dann kommt auch ein Bergsteiger oben runter und will dir erzählen, das schafft eh keiner. Schau dir die beste Ausstattung, was es gibt. Schau. Boah. Dann kommen auch Zweifler runter, die kommen dir entgegen. Und die würde ich natürlich mitreißen, weil sie dir ja erklären wollen, das ist alles noch Scheißdreck. Und das, was da die ganze Hake wohl drin hängen, die stimmen nicht und die sind auch morsch und was ich was, die sind verrostet und der Pate König da oben, das ist so ein Lügner. Der will gar nicht, dass du hochkommst. Dann von unten ruft man hoch, bleib stehen, das ist alles zu risikoreich. Und somit siehst du quasi, du bist quasi im Zweifel nach oben, kommen dir Leute entgegen. Und denkst, blöd, sehe ich doch nichts dran, da hochzugehen. Und dann von unten rufst du auch noch. Ja, und als Metapher, ich erzähle es euch nochmal in Metapher. Metapher, dass man es vielleicht auch einfach versteht, aber auf die Art mal. Ja, und Training.
Tägliches Training ist wichtig. Was meine ich mit täglichem Training? Was ist Mindset? Mindset aus meiner Sicht jetzt. Die täglichen Gedanken, die du quasi zulässt. Die täglichen Gedanken, schau auf, die täglichen Gedanken, die du zulässt. Was für Gedanken lässt du zu? Über was denkst du denn den ganzen Tag nach? Über was denkst du nach? Und es ist hartes Training, harte Disziplin, dass du quasi in der Spur bleibst. Dass du eben nicht auf andere hörst, die absteigen oder runterfallen. Oh, weg. Ne? Sondern du konzentrierst dich auf deine nächsten Schritte, auf dein Seil, auf deine Haken, ne? Und auf die Schritte, wie du quasi so nach oben kropselst, ne? Wie so ein Bergsteiger halt, ne? Und du konzentrierst dich voll auf die nächsten Schritte. Und schaust immer nach oben, justierst dich. Ah, da ist der Patrick, alles klar. Und dann gehst du runter und gehst jeden Schritt. Die Disziplin, dass du in der Spur bleibst. Und diese Disziplin, das Schwierige an der Disziplin ist, und das Schwierige, jetzt kommen die Gegner, also die, wo dich nach unten ziehen, also die, wo nach oben und von unten schreien, die dich, wo dich blöd anmache, wo vielleicht auch noch Steine nach dir werfe, weiß alles, das ist ja alles, ne? Was sind das? Metapher gesehen, ne? Was sind das? Und zwar sind es fünf Bereiche. Einmal Ängste, schreib auf, Ängste, Hemmungen, Selbstzweifel. Ängste, Hemmungen, Zweifel und Perfektionismus, vier Dinge sind es. Vier. Ängste, Hemmungen, ja, Ängste, Hemmungen, Zweifel und Perfektionismus. Das sind quasi deine Gegner. Und die sind nur im Kopf drin. Die sind nur im Kopf drin. Die sind nur im Kopf drin. Und um diese Gegner zu besiegen, musst du dich damit beschäftigen mal. Und die alle Gegner, die ganzen, man kann auch so als Metapher gesehen, ne? Das sind ja vier Seile, wo quasi an dir dranhängen. Und du willst nach oben und die vier Seile ziehen dich immer nach unten. Die ziehen dich immer nach unten. Die vier Seile. Und wie kriegst du die Seile los? Wo ist der Ursprung der Seile? Und wo ist die Kraft der Seile auch? Also wo ist die Kraft dieser Seile, wo kommt die Kraft dieser Seile her? Weil der eine hat ja ganz dicke Seile aufgebaut, also der traut sich ja nicht mal mehr aus der Tür raus, weil er Angst hat, er könnte überfahren werden. Zum Thema Corona, ich traue mich immer raus, ja, ich könnte ja angeschickt werden, sterbe. Ängste, Ängste, Ängste. Woher kommt denn das? Und bei den meisten, jetzt mache ich Galerieansicht wieder, und diese Geißel oder diese Blockaden deiner Persönlichkeit, die kommt aus der Kindheit. Da gibt es ja diese Geschichte. Und den Reporter, die erzähle ich immer wieder, die Mutter des Lernens ist ja Wiederholung. Da steht Tropfen, Höhle, Stein. Ein Reporter und interviewt ja zwei Männer. Und der eine lebt wie ein Penner. Also der ist auch ein Penner. Der ist drogenabhängig, alkoholabhängig, ist kein Jobs, Hartz IV, lebt voll im Müll. Und sein Bruder, der mit ihm aufgewachsen ist, der hat ein super erfolgreiches Unternehmen, total glücklich, tolle Familie, mega tolles Leben, mega toll, also mega glücklich. Da fragt er halt der erste Bruder, der Penner halt, sagt, fragt der Vater, sag mal, warum lebst du so, wie du lebst? Dann sagt er, du, das kann er sagen, ich habe echte beschissene Kindheit gehabt, mega beschissen. Mein Vater hat mich geschlagen, meine Mutter hat mich geschlagen. Ich bin drogenabhängig gewesen, waren die und Alkohol und war im Müll so groß geworden und ohne Anerkennung. Ich habe mich so geschämt und
ich so fertig macht, die ganze Kindheit, wie wir da, da fangen ganz weine und deswegen bin ich halt da, wo ich bin. Und dann sagt halt der Reporter, oh, du arme Sau, ja, verstehe ich ja, bei so einer Kindheit, oh, ja, das ist gut, kann ich verstehen. Mitleid, Mitleid, Mitleid. Alles klar, dann geht er zum Bruder und sagt, fragt ihn, sag mal, warum lebst du so, wie du, warum lebst du so, wie du lebst? Er sagt, du, das kann er gut sagen. Weißt du, als Kind, boah, ging es mir so beschissen. Also, das war ganz schlimm. Meine Mutter geschlagen, mein Vater geschlagen, Droge, alkoholabhängig, wir waren Hartz IV und ich bin im Müll groß geworden und in der Schule war ich nur der Oberdepp, im Dorf war ich nur der Asoziale, war nur die Asozialen, ich habe mich so beschämt. Boah, da habe ich gesagt, als Kind habe ich mir gesagt, also wenn ich groß werde, ich erwachsen werde, ich werde mir so den Arsch aufreißen, dass ich ein erfolgreiches, tolles, glückliches Leben aufbaue. Und ich werde alles dafür tun, dass meine Familie und meine Kinder ein ganz, ganz tolles Leben hat. Und dafür gebe ich Gas. Und jetzt habe ich euch die Geschichte erklärt und genau darum geht es. Es geht um den Rucksack deiner Vergangenheit. Du kannst den Rucksack der Vergangenheit nicht leugnen. Du kannst ihn aber, das musst du auch schon, du kannst ihn auch nicht leugnen. Du kannst ihn auch nicht ablegen. Es geht auch nicht, weil er gehört zu dir. Es ist deine Vergangenheit. Jetzt schreibe ich auf. Meine Vergangenheit hat dazu geführt, hat mich zu dieser Person gemacht, die ich heute bin. Das ist meine Vergangenheit. Die Vergangenheit hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und dafür, und jetzt wie du jetzt diese negative Kraft, der eine Bruder, der Penner quasi, hat diese negative Kraft des Rucksacks, zieht ihn nach unten ins Nirvana. Der andere hat diese gleiche Kraft genutzt und hat ihn nach oben gebracht in diesen glücklichen, erfolgreichen Menschen. Die gleiche Kraft. Die gleiche Kraft, die gleichen Erlebnisse, die gleichen Emotionen. Der eine ist verreckt dran, der andere ist gewachsen dran. Und das ist quasi das Mindset-Training. Wie du das Seil in die Hand nimmst, deine Ausstattung klar machst und dann Schritt für Schritt nach oben gehst. Jemand, der natürlich ein schwaches Mindset hat, der ist nicht sehr schwer, erst einmal mit der Lehre klarzukommen. Der braucht seine Zeit. Es gibt aber immer es gibt auch zwischendurch immer wieder diese Einsteiger, woher starten und zack, nach eine riesige Karriere machen. Der Unterschied liegt nur am Mindset. Gib dieses Lehrgeschäft. Jemand in einem schwachen Mindset muss erstmal brutal trainieren. Der fängt ja bei Null an. Gib das gleiche Lehrgeschäft jemandem anderen, der ein geiles Mindset schon mitbringt, der schon trainiert ist, der zieht das Ding durch innerhalb von 1, 2 Monaten. Orga, wie wir schon gesehen haben, ne? Und auf der Bühne live. Die Frau, die nicht mal mehr, die nicht mehr reden können in Weildorf, die das sofort geflennt. Muss die an krasse Geschichte, ich kenne die Geschichte noch nicht, wenn ich sie mir erzählen lasse. Doch ihr Mindset war schon klar scharf, deswegen ist es abgegangen wie Schnitzel. Und war in 2 Monaten, im ersten Monat OL-Quali und nach 3 Monaten schon durch von dieser Orga-Leiter. Durchgeknallt, ne? So. Es liegt also nur Mindset. Das müsst ihr wissen. Die auch kein Fachwissen gehabt, groß. Die das Minimum Fachwissen, was sie gehabt hat, hat sie benutzt. Und ich mit Gas gehen. Der Rucksack der Vergangenheit. Ängste, Hemmungen, Zweifel und Perfektionismus. Das sind die Blockaden. Das sind 4 Blockaden. Die, es ist die Aufgabe, es loszuwerden. Und es ist wertlos zu werden, denn die Glückseligkeit kannst du nur erreichen, wenn du wirklich die Blockaden löst. Deswegen hat ja auch Erfolg nur bedingt mit Geld zu tun. Geld, also die Provision, ist ein Zeichen dafür, also die Höhe deiner Provision ist ein Zeichen dafür, wie stark deine Persönlichkeit ist, wie du deine Blockaden gelöst hast. Es ist eine ganz interessante Sichtweise. Die Höhe deines Einkommens ist
ist vergleichbar mit den Muckis deiner Persönlichkeit. Stell dir dein Leben vor, wenn du keine Ängste mehr hast, wenn du keine Zweifel mehr hast, wenn du überhaupt nicht mehr perfektionistisch bist. Stell dir das Leben mal vor. Stell dir das Leben mal vor. Was für ein Leben wäre das? Wenn du dich traust, dich klar zu positionieren, wenn du dich traust, innen wie außen Vollgas zu geben, wenn du nicht mehr Schauspieler sein musst, weil du anderen Menschen gefallen willst. Also wenn du einfach so sein kannst, wie du willst, wie du bist, offenherzig, ehrlich sprichst du die Welt an. Und wenn dich jemand nicht mag und wenn jemand zu dir sagt, oh, das kann man doch jetzt schon sagen, dass du dann sagst, alles klar, nicht schlimm, du musst auch nicht in meinem Leben sein, dann verpiss dich. Nicht, dass du das sagst, aber du gibst dann schon die Aura weiter. Wenn du durch die Offenherzigkeit dadurch nur Menschen anziehst, die zu dir 100% von der Seele her passen, was für ein Leben lebst du dann? Mega geiles. Die meisten Menschen, die in einer Blockade leben, leben meistens, eigentlich immer, in zwei Welten. Sie haben ihre innere Seelenwelt und sie haben ihre äußere Welt. Ihre äußere Welt passt sich immer den Gegebenheiten an, weil sie ja niemandem anecken wolle. Die innere Welt wünscht sich allerdings was anderes. Wer weiß, was ich meine? Warum kann ich darüber reden? Ja, weil ich doch auch mal so in dieser Welt, in diesen zwei Welten gelebt habe, ne? Und ich war ja mal jung. Ich habe auch jahrelang gedacht, dass man sich ja irgendwie besonders benehmen muss, wenn man hier erfolgreich werden will und so weiter. War ich ja auch so, das war aber mal so. Mein Gott, jetzt ist es aber anders. Und ich will euch da, weil ich spüre das ja. Ich komme aus der Welt der zwei, also der, ich komme aus der Welt, wo ich noch Schauspieler war und bin jetzt in der Welt, wo ich 0, gar kein Schauspieler bin. Wo ich wirklich total 100% authentisch bin. Und wo ich auch ganz klar provoziere, dass man mich nicht mag. Und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn jemand quasi die Distanz zu mir sucht. Weil ich finde es geil, wenn ich die Leute, die Distanz zu mir suchen, boah, das sind dann die Typen, mit denen kannst du richtig Party machen. Versteht ihr, was ich meine? Drum, die Reise, auf die ich euch jetzt provoziere, also die Reise, die ich jetzt quasi euch zeige, diese Reise mit der Metapher des Berges, das ist viel tiefsinniger wie Geld verdienen und eher Karriere. Da hängt viel, viel mehr dahinter. Viel, viel mehr. Und dieses viel, viel mehr, dafür lohnt es sich, den Arsch aufzureißen. Die Muggis trainieren. Jeden Tag sich selber einzureden, dass man es kann. Sich selber einzureden, dass man keine Ängste mehr hat. Sich selber einzureden, dass man ein toller Mensch ist. Sich selber einzureden, dass man Erfolg verdient hat. Sich selber einzureden, dass man Silber, Gold und Platin-Organe wird. Sich selber einzureden, dass du keine Zweifel mehr hast. Du wirst auf jeden Fall erfolgreich. Sich selber einzureden, jeden Tag, wie schön es ist und dankbar ich bin, dass ich auf der Welt bin. Wie schön es ist und dankbar ist, für auch diese Vergangenheit, die ich erlebt habe. Weil die Vergangenheit hat die Person geformt, die ich heute bin. Und dafür bin ich dankbar. Ich verzeihe den Menschen, die dazu geführt haben und den Umständen, die dazu geführt haben, dass ich diese Ängste habe. Ich verzeihe den Menschen und bin dankbar für die Selbsterkenntnis, dass ich jetzt dran bin, diese Fäden abzuschneiden. Der Rucksack ist ja gefüllt mit Steinen. Was sind die Steine?
Das sind die negativen Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass du halt die Ängste, Hemmungen, Zweifel, Perfektionismus halt hast. Die Steine kannst du aus deinem Rucksack rauswerfen, indem dass du wirklich mal in dich gehst und mal diese Erlebnisse halt mal für dich hervorhebst und mal drüber nachdenkst und dich Zeit nimmst für dich selber und dann Vergebung und dankbar sein. Und es umkehren. Dann machst du die Steine daraus, dann wird der Rucksack immer leichter. Und du füllst ihn quasi mit geile Nahrung, Energienahrung. Und ich schwöre es euch eins, eingelebte Erfahrung, wenn du dieses durchlebst, wirst du eine unglaubliche Ausstrahlung, gewinnst du unglaublich an Ausstrahlung und du ziehst echt tolle Menschen an. Also du wirst ein Magnet von echt geilen Typen, weil du dich ja dann auch traust, offline wie online, mit Menschen aus der Herzenswelt 100% ehrlich zu kommunizieren. Weil du 100% authentisch bist und klar positioniert bist. Und ich bin auch der Überzeugung, das ist jetzt meine eigene Überzeugung, muss ich wieder groß machen, ich bin auch der hundertprozentigen Überzeugung, Menschen, die dauerhaft in zwei Welten leben, die leben dauerhaft im Stress. Das ist wie wenn du eine Lampe anlässt im Auto und jeden Tag ist irgendwie deine Batterie leer. Und wenn du jahrelang und jahrzehntelang in so einem Leben lebst, das macht krank. Es gibt Krebs, es gibt Geschwüre, es gibt was ich was alles. Da bin ich der hundertprozentigen Überzeugung. Wer glaubt das auch? Und allein schon dafür ist es doch unglaublich. Also ich finde es unglaublich geil, dass ich mit euch darüber rede, weil ich euch definitiv damit einen Weg zeige, wie ihr eure Glückseligkeit erreicht. Und ich bin überzeugt davon, es ist sowas von extrem überzeugt davon, wenn ihr jetzt mal ein richtiger Bodybuilder werdet in eurem Mindset, dass euer Umsatz und euer Erfolg durch die Decke geht. Ich bin mir da 100% sicher. Da bin ich mir 200% sicher. Da bin ich 500% sicher, weil das Lehrgeschäft einfach geil ist. Und ihr alle wisst, dass mein Leben geil ist da oben. Ihr wisst's. Deswegen habt ihr alle Bock drauf, dahin zu kommen. Du musst übrigens jetzt kein Präsident werden. Du kannst auch wie Sandra Hauser und Hans Hauser ein saugeiler Silberger werden. Und auch geil. Also die leben auch so. Die leben ja auch auf ihrer Mount Everest da oben, ne? Und machen da nur Urlaub. Und wie geil, ne? Auch Business. Aber es ist irgendwie auch eine schöne Harmonie, ne? Kann man sagen, Sandra, ne? Ihr habt ja auch was gemacht in eurem Leben. Also nicht nur LR, sondern ihr habt ja vorher nicht gerade dumme Menschen. So, wir haben das Geld rausgekriegt. So, also ab Silber ist so ein Plateau. Da sind schon geile Muckis dran, ne? Ja, und wenn du dann noch Bock hast, dann ab durch die Mitte. Also Silber ist so die Tür in die Hauptberuflichkeit, wo man sagen kann, ja, das kann ich eigentlich mal so leben. Und wenn du dann noch sagst, dann gehst du durch zum Platin. Mit der Platin bist du über den Wolken, da bist du echt, boah. Wie ich es auch beschrieben habe, wenn du dann Vizepräsident durchziehst, dann bist du ein Weltall. Dann schwebst du eigentlich nur noch, wie ich es auf der Bühne in Waldorf irgendwie spontan ja gut erklärt habe. Ja. Wir sind 153 Teilnehmer. Ich gebe euch jetzt mal eine Minute Zeit. Und in der einen Minute habt ihr folgende Aufgabe. Hört genau hin. Stopp. Wo ist sie denn? Ah, da ist sie jetzt gewesen. Wo ist sie? Oh. Wo ist sie denn? Ah, da ist sie. Ja. Also, Stopp. Erst die Aufgabe. Jetzt, ich habe jetzt
30 Minuten spreche ich jetzt. Und ich will halt gar nicht groß lang rummachen, zu Punkt bringen. Also ihr habt jetzt 30 Minuten etwa mir zugehört. Und jetzt geht rekonstruiert er bitte, oder geht mal in die Vergangenheit, letzte 30 Minuten mal durch und überlegt euch mal, welcher Punkt euch jetzt wirklich getroffen hat, was ich gesprochen habe. Was hat euch wirklich berührt? Die drei wichtigsten Punkte, die echt berührt haben, die sucht ihr euch jetzt mal auch in einer Minute, gebe ich euch Zeit, wo jetzt mein Vortrag, wo es 30 Minuten ging, die drei wichtigsten, wo euch jetzt emotional vom Herzen her am meisten berührt haben, die schreibt ihr bitte spontan auf. So, ihr Lieben, jetzt habe ich spontan in dieser Minute für mich was entschieden. Jetzt machen wir eine Breakout-Session. Und zwar mache ich jetzt 25 Breakout-Session. Das sind 6er-Gruppen. In etwa 6er-Gruppen sind es. Und dann machen wir, jeder erzählt dann in der Gruppe eine Minute über seine drei wichtigsten Punkte. Bitte achtet auf die Uhr. Jeder darf von der 6er-Gruppe eine Minute über sich sprechen. Die Gruppe wählt dann spontan wiederum der, wo er das Herz am meisten berührt hat, aus, das ist der Sprecher der Gruppe. Und dann will ich die ja noch kennenlernen. Habt ihr die Übung verstanden? Okay, das ist ganz spontan jetzt, ne? Automatisch. Also das heißt dann, in 10 Minuten, wenn die Breakout beginnt, nach 10 Minuten beende ich es wieder, dann müsste mal jeder durch sein, ne? Okay? Genau, klappt's weiter. So, ihr Lieben, wollen wir mal gucken, wer ist denn so Sprecher von Gruppe 1, wenn es die überhaupt noch gibt? Raum 1? Das sind wir gewesen, Gruppe 1. Ja, dann mal, was war bei euch so? Also ich habe notiert, die täglichen Gedanken, die du zulässt, dass man sich halt wieder, wenn man merkt, man schweift ins Negative, dass man sich ins Positive wieder zurückholt. Und dann Disziplin, dass man in der Spur bleibt. Ja, dass man halt sich mit den Gedanken wieder, ja, wenn man ins Negative rutscht, sich wieder zurückholt und sich besinnt, was man erreichen möchte und warum man das macht. Gut. Genau. Und dann der Rucksack. Du kannst den Rucksack deiner Vergangenheit nicht leugnen. Also einfach stecke in eine Schublade und mache ganz, ganz weit weg. Ja, ganz weg ist es, dann schiebt man sich ja das Problem weg, sondern man sich damit beschäftigen. Halt, du hast den Rucksack ja immer auf. Der Rucksack gehört ja zum Leben. Das ist dein Leben. Der Rucksack ist zum Leben. Das ist eine Metapher gesehen.
Du kannst nur gucken, ob du da Steine drin hast, die dich nach unten ziehen, oder ob du da was drin hast, die dich nach oben ziehen, ne? Ja klar, aber man kann nicht die ganze auf die Probleme von früher rumreiten. Nein, das geht nicht. Deswegen Das sind wir geht hier nicht. raus. Das ist Weg hier und raus. fern. So mit Genau. Wachstumsgedanke gepflanzt werden, ne? Ja. Sehr gut. Raum 2. Ich bin Ja, Irina du, Beiting. Irina. Ja. Ich habe drei Notizen, also drei genau notiert. Meine Vergangenheit hat dazu geführt, was ich heute bin. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann, warum manche Menschen kommen und gehen steil nach oben und warum die anderen braucht ganz viel Zeit. Das liegt alles an Mindset. Genau. Und das Dritte ist, das Geld, das ist nur ein Zeichen meiner oder deiner Persönlichkeit. Genau. Genau. Ja, es ist ganz interessant. Ich kriege jetzt auch ganz interessanterweise, schickt der liebe Gott mir ganz tolle Menschen um mich rum, wo ich auch nichts mit LR zu tun haben. Und wenn ich, da waren wir letztens auch da, Kaffee trinke, also im Kaffee trinke ich dann ein Abendessen war und irgendwann sind wir noch um 12 Uhr da gewesen und haben 4 Flaschen Wein getrunken und unsere Kinder noch umgespielt. Also mit den ihren Kindern und mit denen waren wir so nie eigentlich bisher zusammen. Das war irgendwie so Energie, weil die sind auch super erfolgreich, ich super erfolgreich, wir haben uns irgendwie super verstanden, wie wenn man uns eigentlich schon 10 Jahre kennt. Versteht ihr, was ich meine? Weil der hat alles von null aufgebaut, also mit gleicher Alt wie ich, auch mit 4, 25 hier sind Unternehmen aufgebaut, so wie ich auch, und ist auch super erfolgreich geworden in seinem Bereich, also auch ein Selfmade-Typ, ne? Und haben wir super verstanden, ne? Also ist echt so, das ist wirklich Mindset. Und Einkommen, Mindset, das passt schon zusammen. Nächste Gruppe 3. Juliana? Ja. So, die erste ist, ich konzentriere mich auf meine nächsten Schritte, schaue nur nach oben. Zweite, meine Vergangenheit bedanke ich davor, wie ich heute bin. Und dritte, wie wäre mein Leben ohne Ängste? Ohne die vier Bereiche, ne? Wie wäre mein Leben damit? Ja, ja. Wahnsinnig, gell? Da drehst du da durch, oder? Das Mit Fühlen. Heimschwimmen. Ja, genau. Das ist ja geil. Gruppe 4, glaube ich, war es, gell? Dann. Ja, das bin ich. Hallo. Hi. Also wir haben auch der Rucksack haben wir drinne gehabt, eben die Vergangenheit, je nachdem die Steine auch mal abzuwerfen oder mit ihnen zu leben und in Positives umzuwandeln. Genau, und an den Glaubenssätzen arbeite, was du vorhin ja auch gesagt hast. Und was auch ganz groß ist, dass man einfach dankbar ist für das, was man jetzt einfach hat und was man aus dem Ganze dann geworden ist, auch zum Teil, ne? Ja, trotzdem Widrigkeiten, ne? Zum Ja. Teil, ne? Sehr gut. Gruppe 5. Ja, ich glaube, das waren wir, die Gruppe 5, wenn ich mich richtig entsinne. Wir hatten als ersten Punkt die Gegner, und zwar die Ängste, Hemmung, Selbstzweifel und Perfektionismus. Wir haben bei uns in der Gruppe vor, uns waren wir uns einig, wir sind alle sehr perfektionistisch und das sollte man vielleicht einfach ablegen, weil es ist nicht immer alles rund. Der zweite Punkt war der Bergsteiger. Ihr habt uns einen Weg geebnet, wir sollten den einfach gehen, nehmen, was wir jetzt schon an die Hand bekommen haben und es vielleicht einfach umsetzen. Das ist die regelmäßige Aktivität. Und dann das Mindset, einfach positiv denken. Das ist auch das Gesetz der Anziehungskraft und einfach mal das Ausstrahlen, was man ausstrahlt, das bekommt man auch. Und ja, das ist dann unsere Punkte. Cool. Nummer 6. Ihr könnt gerne wiederholen. Also wenn ihr es gleich habt, wieder wiederholt. Die Mutter des Lernens, Wiederholung. 6. Ich glaube, das sind wir. Aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich aufgeschrieben, Punkt 1 war, man sollte sich nicht vor seiner Vergangenheit verstecken. Man sollte es auch wieder, jo, man sollte auch darüber nachdenken. Zweitens war mit dem Rucksack halt eben, dass man halt die negativen Steine rauslegt. Also man an sich arbeiten tut mit Ängsten, Hemmungen und ja, und Stress natürlich.
Und das andere war mit der Dankbarkeit, also dieses Dankbarkeitsbuch, das habe ich mir auch gekauft. Und da schreibe ich halt immer meine Dankbarkeit, dass ich ja, mit positiven Eigenschaften und etc. Tut genau. Gut, ne? Ja. Sehr gut. Dann 7. Also Probesiebe war mir war zu zweit, war sehr interessant. Und logisch, Mindset und den Rucksack einfach ablegen. Ängste, Hemmungen, Selbstzweifel und ganz klar Perfektionismus. Das sind so diese Dinge, wo einfach weg muss, wo einfach blockiere. Super. 8. Also, ich war in einem Raum alleine und dann waren zwei Damen, wo die Kamera nicht angeschaltet hat. Ich habe gesagt, sie solle sie anschalten und dann sind sie abgehauen. Also ich weiß auch nicht. Also ich war dann und dann bin ich wieder zurück in den großen Raum und hat dort die Olga und die Kirsten mir zu dritt hätten geredet und es war lustig, ja. Und was kam Ergebnis raus? Ja, mir hat nicht gesagt, der spricht. Ich spreche jetzt einfach mal. Also ich finde, man darf kein Schauspieler sein, sondern man muss sich ganz klar selbst, man muss sein eigenes Ich sein und es auch leben und finden. Dafür muss ich einfach jeden Tag vor dem Spiegel stehen und mir sagen, ich bin so toll, wie ich bin. Ich bin ein Geschenk für diese Welt, bin ein toller Mensch. Ich habe einfach Erfolg verdient. Und was für mich ganz klar ist, an oberster Stelle ist jeden Tag die Dankbarkeit für alles, was ich bin und was ich habe. Und ja, und so wird jeder seine Ziele auch erreichen, die er sich steckt. Das ist ganz klar. Und der eine braucht länger, weil er halt das Mindset noch nicht so hat. Und der andere steigt steil nach oben, weil er halt das Mindset hat. Und ja. Coole Erkenntnis, gell? Mhm. Wahnsinnig, gell? 9! Ja, das sind wir gewesen. Ja. Rucksack der Vergangenheit, waren wir uns alle einig. Dann die täglichen Gedanken, statt negativ positiv zu denken. Und die Metapher mit dem Berg, du schickst Bilder von oben, aber wir werden von Menschen abgehalten, die uns entgegenkommen und sagen, es funktioniert sowieso nicht. Coole Geschichte mit dem Berg, ne? Mhm. Cool finde ich es ja, wenn ich sage, ich steige jetzt mal runter zu euch, mache mit euch Party, dann gehe ich da hoch. Irgendwie ist cool. 10. Ist jemand 10? Das waren wir. Genau, glaube ich zumindest. Genau, und wir hatten einmal die Punkte Vergebung. Heißt, wenn es einem schwerfällt zu vergeben, so direkt auf die Person zuzukommen und der zu sagen, hey, ich vergebe dir. So wie es bei mir der Fall ist. Also ich kann meinen vergangenen Menschen so jetzt von Auge zu Auge nicht vergeben, weil es mir schwerfällt. Da muss man alles niederschreiben. Ja, je öfter man das niederschreibt, desto erleichterter ist man, desto freier ist einfach die Seele. Man hat alles so aus sich rausgesprochen und alles hinter sich gelassen. Tatjana, so, dann auch. Du musst jetzt nicht zu der Person gehen und dort der Person direkt vergeben. Das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass du ihr vergibst. Dass deine Seele ihr vergibt. Weißt du? Ja. Das ist wichtig, ne? Dass du loslässt. Na, vergibst. Nur so ein Tipp. Und vor allem hatten wir auch den Selbstglauben. Es ist wichtig, auch an sich selber zu glauben, nicht diese Selbstzweifel zu haben, egal ob man, welche Vergangenheit man jetzt so gehabt hat, ja, das, klar, in der Vergangenheit hat man sich vielleicht wertlos gefühlt und. Es ist aber wichtig, sich dann in der Zukunft versuchen, wertvoller zu fühlen. Ja, einfach zu sagen, ich scheiße auf diese Vergangenheit, ich bin ein wertvoller Mensch und es gibt da immer noch Menschen draußen, die mich so schätzen, wie ich bin. Ja, und genau. Cool.
Und dann hatten wir auf jeden Fall nochmal Mindset, Mindset, Mindset. Das ist meiner Meinung nach jetzt auch vor allem sehr, sehr wichtig, dass dieses Negative einfach mal rauskommt, dass man einfach eine komplett andere Denkweise entwickelt, weil man sonst immer nur Negatives anzieht und dann hat man ja sozusagen nur das Pech im Leben. Also. Ja, genau. Dein Mindset zieht die Menschen an, die zu dir passen. Genau. Ein Diamant, wenn man aufschreiben würde. Ne, wenn ich frage, ich habe eine Deppe um mich rum, irgendwie, wenn es ein Feuch bin, ich denke darüber nach. Anziehungskraft. Ne? Ja. Okay, danke. Elf? Glaube, das waren wir. bei uns im Team war es eigentlich das, was auch alles schon gesagt wurde, aber du hast ja auch gefragt, was uns persönlich berührt hat. Und mich persönlich berührt einfach diese klare Positionierung, 100% authentisch zu sein, weil das ist das, was mir, glaube ich, am meisten im Weg steht. Ich bin ja so ein kleines DDR-Kind und da ist das ganz, ganz tief manifestiert mit diesem sei still, fall nicht auf, sag dies nicht, sag das nicht, sag bloß nicht, ob die Uhr im Fernsehen Punkte oder Striche hat. Also wir wurden ja auch da regelmäßig ausgefragt. Gell? Die Eltern haben uns unterschiedlich angezogen, um irgendwo Bananen oder Schokoküsse zu bekommen. Also wir haben eigentlich ständig drüber nachgedacht, okay, was darfst du nicht? Und einfach jetzt dieses Training, mir ist das scheißegal, was jemand denkt, was ich tue, was ich mache. Ich mache es einfach und wer geht, der geht. Und das, da muss ich wirklich sagen, das ist schwierig für mich. Freust du dich auf die Reise? Ja, und ich muss dir sagen, mir hat es jetzt in 8 Wochen, ich mache das erst seit 8 Wochen und ich habe mich, glaube ich, in 8 Wochen mehr entwickelt als in über 20 Jahren in meiner Firma. Wer ist dein Orga? Irina und Waldemar. Die sind auch gut. Geil. Ja, schön, Jacqueline. Weiter geht's. Nummer 12. Wer ist 12? Wenn nicht irgendjemand aus irgendeiner Gruppe, wo noch da war. Ich weiß nicht mehr, welche Gruppe wir waren, deswegen rede ich mal. Genau. Also bei uns ist jemand rausgegangen, ich war mit Mercedes in der Gruppe und wir haben die 3 Punkte gehabt. Ein Punkt, wo wir ganz intensiv drüber gesprochen haben, war die innere Seelenwelt und die äußere Welt, wo man ja nicht anecken will. Da das auch ein großes Thema bei mir ist, habe ich das auch sofort angesprochen. Es ist halt so, in seiner Seelenwelt hat man ja, was man erreichen will und außen ja, sind halt die, die einen davon abhalten wollen, wo man dann da auch nicht auffallen will. Passend dazu ist dann auch mein 2. Punkt, dein Berg. Da sind es bei mir dann die Menschen von unten, die einem quasi zurufen, diese Ausbremser, sagen, geh bloß nicht da hoch, das kann gefährlich werden, versuch es gar nicht erst. Ja, da das halt auch einfach gerade Thema bei mir ist. Und der 3. Punkt ist das Mindset trainieren, die täglichen Gedanken zu kontrollieren und zu trainieren, um sich eben auch, bei mir passt es halt alles zusammen, von diesen zurufenden Personen ja nicht ausbremsen zu lassen. Das sind meine 3 Punkte gewesen. Ja, die 3 Punkte, die für dich jetzt sehr wichtig sind. Und du teilst für uns mit, schon mal richtig geil. Und glaub mir, du bist nicht alleine. Ja. Millionen von Menschen und das Gleiche wie du. Deswegen sei ein Vorbild für alle. Nummer 13. Wer ist 13? Ich weiß nicht, ob ich 13 bin. Ich weiß gar nicht, welche Gruppe wir waren, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ja? Ja, leg los. Ja. Und zwar haben wir darüber gesprochen, die Gedanken. Mindset, die Gedanken kontrollieren, ist ganz, ganz wichtig und was man denkt. Und wir haben viel Mist im Kopf und da habe ich für euch alle eine Übung. Wenn ihr euch mal einen Wecker stellt, alle 15 Minuten und denkt nach 15 Minuten darüber nach, welche Gedanken ihr hattet.
in den 15 Minuten, dann werdet ihr merken, dass da viel, viel Müll drin ist. Dass das auch, aber das ist ein gutes Training, um die Gedanken in die richtige Bahn zu lenken. Dass die, über ja. die Kakerlaken aus dem Kopf rauskriegt. Ja, das ist, ist leicht gesagt, aber ja. Dann die vier Seile, klar, die müssen abgeschnitten werden. Und dann halt Bodybuilder deines Mindsets. Das muss jeden Tag trainiert werden. Man muss gucken, dass man seine Verhaltensweise ändert, dass man jeden Tag in dem Buch schreibt. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Abend. Und dass man so mit kleinen Schritten, das sind ja eigentlich kleine Schritte, aber wenn man jeden Tag das macht, dann wird das Verhalten ganz minimal geändert. Und nach einem Jahr oder ein paar Monaten ist das schon so viel, dass man, also wenn ein Flugzeug so sich ändern würde, seine Tour, so minimal, so ganz Millimeter, dann ist er verheerend, denn nachher, der landet ja in Pusemuckelstadt in Mallorca, zum Beispiel. Und deswegen bringt das was, wenn man jeden Tag das macht. Jeden Tag aufschreibt, jeden Tag. Also und wenn man den Rucksack, also das war der Rucksack auf dem Rücken, haben wir in unserer Gruppe gesprochen, dass man den auch mal nach außen zeigt. Sag mal, über seine Gefühle oder die Steine, die da drin sind, einfach auch mal sagt, pass mal auf, das war bis jetzt so und ich brauche noch was. Oder habe ich die Jutta Fernandes gesagt, dass ich es nur machen soll? Beim letzten, beim vorletzten Crazy LR, Montagsschild, hat sie darüber gesprochen, und zwar, warum sie bisher noch nicht richtig weitergekommen ist im LR-Geschäft. Jutta, kannst du... Das war unsere Gruppe. Ja, da war Jutta drin. Wie war das? Du bist ja Orga-Leiterin und schwebst zwischen Junior-Teamleiter und Teamleiter gerade so rum und irgendwie kommst du halt im Hintergrund nach oben. Und da hast du darüber geredet, was eigentlich bei dir viel schief läuft, ne? Was war genau. dieses erste Mal, wo sie quasi öffentlich deinen Rucksack mal gezeigt hast? Wie war das Gefühl? Ja, es war ein gutes Gefühl. Ich meine, was gut war, es war direkt nach dem Meeting, was mir ja Karin, also nach dem in Wiesloch, ja. Ja, in Wiesloch, und das hat bei mir unheimlich viel ausgelöst, dieses Meeting. Das also war schon, und ich meine, ich mache ja auch diese Dankbarkeit, mache ich ja auch jetzt schon seit 3 Monaten und ich mache sie konsequent auch durch, und ich spüre schon, dass es innerlich, dass es wird anders. Und ich, ja, und dass ich es einfach auch nach außen mal zeigen kann, weißt, auch meine Gefühle zeigen kann, weil bei mir ist ja wirklich so, show must go on, mich sieht man, ich bin am Lachen, ich bin stark, ich bin, ja. Und das innere Kind weint wie Sau. Aber Jutta, das Innerliche sieht anders aus, aber außen, nach außen, ich musste das als Kind. Bei mir war das, ist das, und nicht nur als Kind, sondern bei mir, mich hätte es ja 35 Jahre verfolgt, das Ganze. Das sind ja 35 Jahre in meinem Leben. So schon zeigen keine Gefühle, sei eine starke Frau nach außen. Fertig. Ja, und keine Gefühle zeigen, und es durfte auch keine Gefühle, ja, in meinem Kokon, in meiner Familie, da ist das was anderes. Aber sobald so außerhalb, dann ist eine Blockade da, dann ist fertig gewesen. Und das bin ich im Moment auch am, ja, ich trainiere. Wie fühlt sich das an? Gut. Ich meine, du bist keine 18 mehr. Du bist also, ja, redest um 35, 40 Jahre lang. Genau, es fühlt sich gut an. Ich fühle sich gut an, weil ich merke selbst an meiner Mama, die ist ja auch, die zeigt ja auch keine Gefühle, kann ja auch keine Gefühle zeigen, ist auch ganz schlimm. Genau, das ist einfach. Und da spüre ich einfach, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht so sein. Ich möchte es nicht. Und das ist ein Training. Es ist ein sehr. Oh, ich glaube mir, ich freue mich so, gerade mit dir. Weil ihr müsst wissen, Jutta und ich sind auch Freunde, also privat auch Freunde. Deswegen freut mich das natürlich unglaublich, diese Persönlichkeitsentwicklung. Also auch, das freut mich für alle, weil jetzt ist auch eine Freundschaft dabei.
Danke. Nummer 13. Ja, das war mir, glaube ich. Ja, natürlich das Mindset. Und ja, Ängste, Hemmungen und Zweifel hinter sich lo und ja, und die Vergangenheit hinter sich lo, immer nach vorne denken, nach oben und am Berg, wenn ich den Berg sehe und das Seil, wenn ich das Seil hochklettere, immer nach oben schauen und sich nicht ablenken lassen von denen, die oben runterkommen und sagen, nein, das wird nichts, das ist nichts, sondern einfach weiterklettern. Ja, so sehe ich das Ganze. Cool. Danke. Bitte. 14. Jetzt gucken wir da wieder raus. Muss nicht, ja, kann ich auch raus. 14. Oder ist jemand noch dabei, wo noch nichts gesprochen hat aus der Gruppe? Hallo, ja, bei uns. Wir hatten noch nichts gesagt. Ich war in der Gruppe mit der Alexandra aus Köln. Ich mache jetzt hier für mich gerade einen ziemlich großen Schritt. Ich habe noch nie in so einer Gruppe gesprochen, aber ich mache jetzt einfach einen Schritt und verlasse meine Komfortzone. Was ich recht lustig fand mit der Alexandra, obwohl wir uns gar nicht kennen, dass sie ziemlich ähnliche Punkte aufgeschrieben hatten. Und zwar der erste Punkt war, dass wir uns teilweise auch als Schauspieler einfach gefangen fühlen in der Welt, in der man lebt. Und ja, so je mehr sich das sozusagen zuspitzt, diese Schauspielerei, desto mehr leidet man unter Stress und letztendlich, wie du auch gesagt hast, wird man krank. Deswegen muss man einfach versuchen, authentisch zu sein. Das zweite, was wir uns notiert haben, war... Nur kurz, ich muss einhaken. Das Schlimme am Schauspieler sein ist, oder ein schlimmer Teil am Schauspieler sein ist, dass du die falschen Menschen anziehst. Genau, ja. Du ziehst automatisch die falschen Menschen an, die eigentlich deine Seele gar nicht will. Genau, das war sogar das Dritte, was wir aufgeschrieben hatten. Aber was ich davor noch sagen wollte, war, dass man sich einfach mitziehen lassen soll und einfach das Werkzeug, was ihr uns gebt, dass wir es einfach in die Hand nehmen sollen und ja, einfach mal loslegen sollen. Und das ist bei mir auch immer noch so ein bisschen so, ich müsste ja einfach nur das nehmen, was mir gegeben wird. Und das Letzte, was eben daran anknüpft, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich lese es jetzt einfach nochmal vor, weil ich den Satz genauso aufgeschrieben habe. Was für ein Leben lebst du, wenn du von Menschen umgeben bist, die von der Seele her zu dir passen? Ein mega geiles. Und dieses mega geile Leben, das möchte ich einfach leben und ja, hoffe, dass ich auf dem richtigen Weg dahin bin. Dazu schreib bitte auf, Vertrauen. Also, dass du dadurch auch, dass du es zulässt, zu vertrauen. Also, dass du dem Leben vertraust, dir vertraust, LR vertraust und deinen Upline, sprich deinen Orgala, deinen Führungskräfte vertraust. Quasi diesem Seil vertraust. Du sagst, das Seil, das hebt mich und die Sachen, wo da, die bringen mich nach oben. Das Urvertrauen, ne? Ja, das stimmt. Das mir hat tatsächlich bei meinem letzten Treffen mit meiner Orga-Leiterin, das ist die liebe Olga Block, die hat mir ein Buch geschenkt, wo vorne drauf steht Love is. Und wenn man es aufblättert, steht drin Selbstliebe. Und das ist ja quasi genau das, was du gesagt hast. Selbstliebe, Selbstvertrauen. Ja, dass man an das einfach glauben muss. Und das werde ich in Zukunft auf jeden Fall tun. Gut, danke. Nächster, 15. Oder halt, wo man nicht gesprochen hat. Ist jemand da? Wir waren Gruppe 25, aber ich spreche es trotzdem einfach. Ja. Also wir haben einmal, waren wir uns alle einig bei dem Rucksack der Vergangenheit. Unsere Kindheit hat uns zu dem geformt, was wir sind. Wir hatten halt Gewalt in der Kindheit, Süchte und auch Leitsätze, die uns halt immer noch verfolgen, die wir auch ablegen müssen. Unter anderem dann auch Ängste, Zweifel, Perfektionismus und diese Hemmungen. Und Mindset-Arbeit, Glaubenssätze ändern und für unsere Zukunft arbeiten. Cool, schön. Noch jemand da aus irgendeiner Gruppe, wo nicht gesprochen hat? Ja, ich hier. Bin aus Gruppe. Einig euch? Also,
Gruppe 24, also wir hatten das, dass man das Mindset täglich trainieren soll und nicht nur einmalig irgendwie mal der Meinung ist, man hat ein Mindset. Dann bei dem Berg. Hat, also wichtig ist, Heike, jeder hat ein Mindset. Ja, aber das also soll man halt positiv trainieren, genau. So wie er trainiert ist. Und mit was trainiert man es, ne? Genau, okay. Dann hatten wir das mit dem Berg. Dass das Bewusstsein, welche Seile einen dann auch runterziehen, dass man da dran arbeitet, dass man sich da nicht von runterziehen lässt. Und das Dritte ist, das war von der einen Partnerin, die hat das Spezielle mit dem doppelten Leben, also diesem Schauspieler, und dass man das, da fühlte sie sich sehr ertappt bei, weil wir haben unsere Punkte zusammengesammelt, dass das krank macht, und da ist bei ihr noch große Baustelle, genau. Mhm. Cool. Ja, die Selbsterkenntnis ist der Weg der Besserung. Nächster, danke. Ja, dann melde ich mich mal. Gruppe 18. Also einmal deine tolle Metapher mit dem Berg. Also ganz klasse, untrainierter Bergsteiger bleibt in unteren Etappen. Also brauchst auch da deine Ausrüstung. Dann gibt es natürlich vieles, was dich nach unten zieht. Das heißt, die Leute, ja, die von unten kommen. Dann natürlich der Rucksack mit dem Ballast der Vergangenheit. Und diesen Ballast, ja, sollte man schauen, dass man den ablegt oder zumindest ja, umpositioniert in ja, positive Energie, das einfach nachher anders beladen ist, auch in Dankbarkeit. Und ja, das Mindset eben, was auch schon gesagt wurde, täglich trainiere. Und es ist einfach nachher auch das Gesetz der Anziehung. Wenn du nachher ein positiveres ja, Mindset hast, ziehst du auch ganz andere Menschen an und kommst so auch wieder schneller den Berg dann hoch. Ganz wichtig, aus der Komfortzone rauskommen, die Selbstzweifel, Ängste ablegen und den Perfektionismus, ganz klar. Cool. Ja. Danke. Da die Jana, die euch erwähnt, ne? Ja, genau. Wir waren in der Gruppe 23 oder Raum 23. Wir waren bloß zu zweit, weil einer hat die Kamera nicht angemacht und ist dann ganz schnell wieder rausgegangen. Aber egal. Was mich bei dem Meeting heute berührt hat, ist, meine Vergangenheit mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin recht jung, sage ich jetzt mal, aber ich habe halt viel erlebt, wo ich mir denke, das hat mich schon recht geprägt. Und durch LR habe ich gemerkt, was für einen Weg nach oben ich eigentlich noch habe. Durch das Mindset, durch den Business, durch alles. Und ich bin super stolz drauf, dabei zu sein. Und die Partnerin, die mit mir dabei war, für sie ist es mit dem doppelten Leben, mit den zwei Persönlichkeiten. Das ist das, was sie richtig angesprochen hat, sagt, okay, es spiegelt sie richtig wieder mit dem Leben, mit dem Business und dem Allem. Genau. Ja, wenn man ein Leben lebt, wo man kontrolliert lachen muss, boah, überleg mal, ne? Ja, das habe ich nicht. Ich lache immer. Ich habe immer gute Laune. Ja, aber es gibt ja Menschen, die ja. Trauen sich nicht zu lachen oder wenn, dann nur kontrolliert zu lachen und alles, was sie tun, von sich geben, brutal die Blicke nach außen, wie denke der Mensch, also so richtig mega, immer die Kamera auf sich gerichtet. Funktioniert irgendwo, Kamera abschalten und Vollgas geben. Ja. Cool. Nochmal jemand, was der Gruppe noch nicht gesprochen hat? Oder sind wir durch? Wenn wir durch sind, ja, das ist ja schön. Dann mache ich mal den kurzen Abschluss. Das, was ich jetzt heute losgelassen habe, das Thema oder wie ich heute auch drauf gekommen bin und der Weg, wie sich darauf gekommen sind, kann ich auch sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Das hat angefangen mit den drei Beinen, wo ich aus Russland war, das sind schon nur ein paar Jahre her. Da habe ich es alles mal in die Führungskräfte reingebracht. Die waren erstmal sehr erstaunt, was er dann da wieder Neues hat. Und jetzt dann aus den drei Beinen ist dann irgendwann die Story entstanden, wo fast jede Führungskraft dann für sich auch adaptiert hat. Und dann kommt irgendwann die Irina um die Ecke und sagt mir, dass sie mit der Julia Konrad gesprochen hat und die hat hat eine verfolgt in den USA, die dort innerhalb von ein, zwei Jahren die Nummer eins in diesem Network-Unternehmen geworden ist und die dann tatsächlich mal alles über Mindset. Das war erstmal sehr wichtig und dann war die Irina und ich sind dann auf der Suche gewesen, da Lösungen zu finden und das Thema natürlich krass zu machen. Und das ist so die Weiterentwicklung und heute ist mir das, dann ist ja, habe ich jetzt auch 28 Einzelgespräche geführt mit russischen Führungskräften plus jetzt Intensivgruppe-Trainings gerade jetzt hinter mir und das formt mich natürlich selber auch und heute ist ja dieser Satz entstanden,
wo ich euch ja erzählt habe, jetzt, wo ich auch Preise gegeben habe, mit dem ich das Meeting angefangen habe. Das Mindset ist das Fitnessstudio für deine Persönlichkeit. Und das ist natürlich das sind Satzbausteine, die sind schon sehr, sehr tiefsinnig. Ne? Wörter sind ja wie Pfeile, die in dich eindringen. Und die richtige Kombination macht diesen Pfeil nicht mega scharf. Und diese Kombination von diesen Wörtern, das ist etwas, das ist wieder ein mega Diamant. Und ich kann euch echt nur empfehlen, dass ihr in euer Fitnessstudio reingeht und daran arbeitet. Denn das Ergebnis aus diesem Training ist der Weg echt in das geilste Leben, wo es gibt. Gut, in diesem Sinne will ich mich jetzt verabschieden und wünsche euch auf eure Reise, auf euren Trainingseinheiten, dass ihr nicht aufgibt und immer dran bleibt. Das Seil hängt. Bis dann. Ciao. Tschüss.